Guten Morgen, Mahlzeit oder was auch immer. Ja genau, ich schaue in scout24.de. Heute geht es erstaunlicherweise schon wieder zum Zementwerk. Aber erstmal Richtung Ostkrone. Ich treffe mich heute mit Maren und Thomas. Warum eigentlich schon wieder ins Zementwerk? Da war ich erst im letzten Video. Naja, ich fand es halt A, besonders cool. Zum anderen will ich vielleicht aufs Dach mal ein paar andere Aussichten. Und es gibt auch Bereiche, die ich letztes Mal nicht war. So, gleich eine schlechte Laune, weißt du. Du bist auf diesem Scheißradweg. Und dann kommt da so ein Fick dich, DRL-Bote. Und fährt durch dieses Schlagloch bewusst, um dich voll zu schmattern. Ey, weiß ich nicht. Irgendwas kurz vor Rüdersdorf. Ja, das wäre hier letztes Mal. Übelst geil hier. Oder? Also beim letzten Mal war das Ding noch nicht so fett. Und das Geile ist allgemein, hier kann man richtig viel Zeit verbringen, was placen und boah, einfach nur nice. Ja, also keine Ahnung, ob es quasi das gleiche Video wird wie davor, aber es lohnt sich halt. Weißt du, ein bisschen Farbe, ein paar Solarzellen, ein bisschen Glas, dann ist das wieder ganz schick. Das gute alte DDR-Stahl, das hält uns alle. Ach, hier kommt er aufs Dach. Da musst du sowas echt nur ohne Räder machen. Mit ein bisschen anderen Finger, dann kannst du hier definitiv. Ich verstehe die Frage nicht. Ohne Rad. Verschimpfen nicht mit dir. So, übrigens, erster Platten. Ja, dumm gelaufen. Ja, ich habe meinen Platten jetzt überwunden. Dumm gelaufen. Aber ja, weiter geht's, ne? Übelste Hinterland, ne? Wir sind hier irgendwo hinter Herzfelde. Und ja, weiß ich nicht, ewig durch den Wald, dann Richtung Tesla über die Autobahnbrücke und zurück nach Berlin. Auf jeden Fall absolut nice. Wir schlagen uns hier durchs, ja, so ein bisschen Unterholz. Und ich habe den Track auch nicht jetzt direkt mit fertigen Strecken gebaut, sondern einfach mal nochmal durchgezogen.
Und das ist die übelste Belohnung, ne? Mega nice. Man achte auf so einen Weg, auf nasse Baumstämme. Die können einen auch mal vom Rad schmeißen. Vielleicht auch noch wichtig beim Graveln Offroad, vielleicht wirklich immer ein Multitool dabei haben. Also einfach mal Wege raussuchen, die nicht auf Karte sind, kann richtig Spaß machen. Und manchmal packt man sich halt richtig auf zum Maul. Ich hab's gehört, nicht gesehen. Als ich's gehört hab, hat mir schon gereicht. Ah! Da dachte ich schon, das hört sich nicht ganz so original an. Kam vor 2 Monaten von Ornott, konnte ich vorbestellen. Diese kleine Lenkertasche. Wie heißt die? Ornott. Bist du zufrieden? Geil. Mega. Wasserdichter Reißverschluss. Also jetzt erstmal so ein richtig schöner Rollmops, oder? So, nach der Pause sind wir mittlerweile auch in Schmeckwitz angekommen. Jetzt noch keine Ahnung wie viele Kilometer. Auf jeden Fall ein richtig geiler Tag. Der North Base ist auf jeden Fall eigentlich mal jetzt ein Besuch wert. Jetzt geht es halt noch weiter Richtung Johannisthal und dann ist das Video garantiert irgendwann zu Ende. Und tschüss!